Hallo, ich bin hier wieder in MetroQuest. Wundert euch nicht, ich nehme während dem Video nicht den Ton aus, da ich auf, weil gerade die Geräuschkulisse nicht gut war, weil Hintergrundgeräusche zu viele da waren. Deswegen nehme ich jetzt danach auf und ich habe das letzte Mal schon eine ganz gute Strecke gebaut. Ja, und jetzt baue ich hier den Ausgang aus dem Untergrund. Das wird wie ein Dach, ja. Also, guckt zu und es wird euch freuen. Da habe ich einen Erfolg freigeschaltet, genau. Ja, das am Handy zu steuern ist gar nicht so einfach, also. Das ist wirklich komplizierter, als man so denkt. Ja. Ich bin auch nicht so geübt, Minecraft am Handy zu steuern oder eben so ein Spiel, das so ähnlich ist wie Minecraft. Ist ja kein echtes Minecraft. Ja. Minecraft ist, glaube ich, am Handy genauso. Ja, das ist halt nicht so einfach am Handy wie am Computer. Am Computer habe ich auch Minecraft, aber ja, das ist. Ja, das. Keine Ahnung, das mit den Schienen hier, das gefällt mir schon besser. Außerdem ist es am Handy und ich mache nur Videos am Handy und ja. Genau. Wisst ihr, im Hintergrund vom Originalton, da hat nämlich mein Vater Staub gesaugt und da hat man einen lauten Staubsauger gehört. Meine Schwester hat Fernseh geguckt. Ja, also das ist etwas, naja, ja, halt etwas laut im Hintergrund und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme einfach den Ton danach auf. Ich schneide euch später mal so jetzt rein, wie sich's bei mir im Hintergrund angehört hat. Das ist der Staubsauger. Ja, man hat's gehört, oder? Also, ja, etwas nervig der Hintergrund. Gerade habt ihr vielleicht auch meinen Bauch grummeln hören. Ich habe etwas Hunger, aber ja. Ich habe zwar gerade erst gefrühstückt, aber egal. Ich habe immer Hunger. Ich habe mir vorgenommen, jetzt auch noch beim Landwirtschaftssimulator anzufangen. Auf meinem Kanal eben. Ja. Ich werde auch an, dass die anderen Spiele noch weitermachen. Also, ja. Es wird immer wieder Neues kommen, aber ja, viel wird sich nicht verändern.
Das wäre fertig. Da gucke ich jetzt, ob ich ein Schild finde, das ich da hinhängen kann, wo dann drauf steht, zum Beispiel Zutritt für Unbefugte verboten oder so, damit niemand unten reinläuft. Ja, halt aus Spaß, so als Dekoration, aber nee, um ein Schild dahin zu hängen, da müsste ich mir Werbevideos angucken und erstens bin ich gerade nicht im Internet gewesen und zweitens wäre das dann ja Werbung, die ich sozusagen auch auf meinem Kanal gemacht hätte, weil ihr dann vielleicht das Spiel dann auch gesucht hättet, für das dann Werbung gemacht wird. Oder die App. Also, ja, nee. Und ich hätte dann nicht mal Geld dafür gekriegt, dass ich Werbung mache. Ja. Ergibt also keinen Sinn. Tja, nichts ist kostenlos. Werbung gibt es immer irgendwo. Also entweder In-App-Käufe oder Werbung. Bei der Werbung, da kriegen sie dann halt das Geld von der Werbefirma. Und bei den In-App-Käufen kriegen sie das Geld dann eben von mir. So, da baue ich jetzt eben eine Linie, die von dem einen Tunnel in den anderen gehen soll. Also damit die beiden verbunden werden, die beiden Tunnel. Da. Von den Schienen wird man immer hochgeschleudert, wenn man draufsteht, wenn sie sich in die richtige Richtung verbiegen. Dann wird man immer hochgeschleudert, warum auch immer. Der Schacht ist natürlich zu dünn. Dass man dieses große Bild da nicht entfernen kann, das finde ich so scheiße. Das kann man einfach nicht wegmachen. Es geht nicht weg. Das habe ich schon so oft probiert. Also als ich das Spiel schon mal runtergeladen hatte. Ich hatte das schon ziemlich oft auf dem Handy drauf. Ja, aber irgendwann wurde es dann immer wieder langweilig. Auf jeden Fall waren dann immer nur Löcher hinter dem Plakat in der Wand drin. Das hat mich halt schon genervt. Ist aber so. Was sich nicht vermeiden lässt, muss man eben akzeptieren. Ganz einfach. Da war ich jetzt etwas verwundert, weil es so ausgesehen hat, als würde da oben drüber die, als wäre da noch so eine Wand wie auf der Rückseite. Es hat etwas so ausgesehen aus der ersten Perspektive und deswegen hatte ich mich gewundert. Ja, und jetzt baue ich da auch noch so einen Durchgang, damit niemand auf die Gleise springt. Und da hinten ist gerade einer auf die Gleise gesprungen. Und übrigens, wer jetzt noch dran ist und noch nicht weggeschaltet hat, weil es zu langweilig wird, der sollte sich wenigstens noch mal das Ende angucken oder am besten das ganze Video. Am Ende blende ich immer noch mal was ein. Also, ja. Das beachtet irgendwie nie jemand, weil niemand das Video zu Ende guckt. Ja. Ich hatte, bevor ich das jetzt gemacht hatte, natürlich auf dem gleichen Kanal noch andere Videos, die habe ich
selber zugeschnitten. Also das waren meistens Spaßvideos, die, okay, da wurde ich jetzt durchgeschoben durch das Ding. Ja, es waren meistens so Spaßvideos, die, ja, die habe ich halt zugeschnitten und habe eben ein bisschen ausprobiert, was am Handy, was man da so alles machen kann. Und einmal habe ich sogar ein Lied gemacht, das hieß Der Muku-Rap. Da hat niemand gesungen, aber die, ja, man hat eben gehört, wie Kühe rappen. Und ja, also da kam eine Melodie und die Kühe, die haben gemut und es hat sich so ein bisschen angehört, als würden die rappen. Ja. Aber die Videos habe ich dann wieder gelöscht, als mir die Idee mit dem Gaming hier kam. Übrigens, ich verstehe nicht, was alle so toll an Fortnite finden. Das verstehe ich echt nicht. Ja, Ballerspiele waren noch nie mein Ding. Also, ja. Oder Spiele, in denen man alles kaputt hauen muss. Naja. Ich spiele lieber solche Spiele wie das hier. Ja, ich bin hier am Bauen und am Bauen. Genau. Sowas geht halt nicht in einer Sekunde. Das dauert halt schon seine Zeit, das hier zu bauen. So. Da habe ich ganz vergessen, es zuzumachen. Ja. Durchguckalarm. Dieses Plakat ist halt wirklich nervig. Richtig nervig. Obwohl ich Blöcke davor baue, guckt es daneben immer noch raus. Das ist wirklich voll blöd. Echt scheiße, dass ich das nicht wegmachen kann, dieses Plakat. Ich hätte den Schacht lieber weiter nach links gemacht. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Vor allem sieht das voll bescheuert aus, dieses Plakat. Was soll es überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. So, damit wäre ich jetzt auch fertig. Genau, hier ein schöner Schacht hier. Genau. Diese scheiß U-Bahn, da könnte ich wegmachen, die nervt mich. Na los, weg damit. Ja, daneben habe ich aus Versehen reingegraben. Da hatte ich Löschen gedrückt und habe nicht richtig auf den Zug fokussiert gehabt. Deswegen hat sich's dann, haben sich dann eben die Steine dahinter gelöscht. Ja, ich erkläre mich für schuldig. So, gleich ist das Video vorbei. So. Bis zu meinem nächsten Video bei Alexo XY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen.